Die weltweite Kritik hat offenkundig keinen Eindruck hinterlassen. China hat das kontroverse Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Das sagte Hongkongs Repräsentant im Ständigen Ausschuss des Volkskongresses gegenüber Pressevertretern. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die Peking als subversiv, separatistisch oder auch terroristisch einstuft. Es stößt in Hongkong wie auch international auf scharfe Kritik, unter anderem, weil es das Hongkonger Parlament quasi aushebelt. Damit stellt es den bisher weitestgehenden Eingriff Chinas in die Sonderverwaltungszone dar. Demokratieaktivist Joshua Wong schrieb auf Twitter, Hongkong trete in eine neue Ära der Schreckensherrschaft ein. Mit willkürlicher Strafverfolgung, Geheimgefängnissen, geheimen Verfahren, erzwungenen Geständnissen, einem harten Vorgehen gegen Medien und politischer Zensur. Seit einem Jahr kommt es in Hongkong wiederholt zu Demonstrationen, bei denen gegen den Einfluss Pekings oder gegen Polizeigewalt protestiert wird. Die Demonstranten fordern auch freie Wahlen, wie es ihnen bei der Rückgabe Hongkongs an China in Aussicht gestellt worden war. Offiziell hat Peking die Verabschiedung des Gesetzes noch nicht bestätigt. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat sich bisher nicht zu dem Gesetz geäußert.